Schlechte Gerüche im Fahrzeuginnenraum, tränende Augen während der Pollenflugsaison, beschlagene Innenscheiben bis hin zum kompletten Ausfall der Klimaanlage. Wie ihr das vermeiden könnt, jetzt im Video. Hallo, ich bin der Matthias und heute zeige ich euch, wie ihr den Innenraumfilter selber wechselt, welche Vorteile höherwertigere Filter haben können und weshalb der regelmäßige Filterwechsel so wichtig ist. Im Sommer möchtet ihr nicht schwitzen und im Winter nicht frieren. Klimaanlagen und Heizungen sollen schließlich zuverlässig arbeiten und das geht eben nur mit einem gut funktionierenden Innenraumfilter. In modernen Fahrzeugen ist es nicht so, dass Frischluft vom Fahrtwind hier herangezogen wird, um den Innenraum mit Frischluft zu versorgen. Im Gegenteil, dieser Bereich wird hier entkoppelt über diese Gummilippe und herangezogen wird die Frischluft hier in dem Spalt unterhalb der Windschutzscheibe. Hier wird sie dann aktiv über einen Lüfter angesaugt und in den Innenraum geleitet. Übrigens, das ist der Bereich, der sauber gehalten werden sollte. Hier schaue ich gerne mal rein, denn hier wird die frische Luft eingeleitet. Wenn sich hier schon das Laub vom letzten Jahr sammelt, dann ist das alles andere als gut. Der Fahrzeuginnenraum ist im Vergleich zu anderen Aufenthaltsorten recht klein bemessen. Dennoch strömen pro Stunde bis zu 500.000 Liter Luft in euer Fahrzeug. Das entspricht in etwa der Größe eines mittelgroßen Hallenbadbeckens. Es sind besonders die organischen Substanzen, die in Kombination mit einer hohen Luftfeuchtigkeit den perfekten Nährboden für Bakterien und Pilze auf eurem Filtermedium darstellen. Diese riechen nicht besonders gut, sie sind zudem noch ungesund. Da sich in der Luft immer Verschmutzungen befinden, setzt sich der Innenraumfilter zu und deshalb sollte er regelmäßig gewechselt werden. Wir empfehlen, den Filter alle 20.000 Kilometer oder einmal im Jahr zu wechseln. Neben dem Standard-Innenraumfilter setzen Hersteller vermehrt auf sogenannte Kombinationsfilter. Diese versprechen eine bessere Filterleistung und eine größere Resistenz gegenüber Bakterien- und Pilzwachstum. In modernen Fahrzeugen gehören sie mittlerweile zur Standardausstattung. Für ältere Fahrzeuge gibt es sie als Update-Lösung, die für fast alle Fahrzeugmodelle bereits angeboten werden. Wichtig für alle Filter ist, sie müssen die Luft gut filtern, widerstandsfähig sein bei Temperaturwechseln, eine antibakterielle Schicht haben und möglichst lange halten. Wenn ihr jetzt gleich den Einbau sehen wollt, dann springt einfach nach vorne zum Kapitel Innenraumfilter einbauen. Der Basisfilter ist der günstigste aller Filter. Zu erkennen ist er an der hellen Farbe der Filteroberfläche. Dieser Filter ist meist aus Fließmaterial hergestellt. Seine synthetischen Fasern filtern bis zu 95% an schädlichen Partikeln aus der Umweltluft. Und damit ist die Klimaanlage ausreichend geschützt. Wir empfehlen euch diesen Filter, wenn ihr besonders günstig fahren wollt, ein älteres Auto ohne Klimaanlage besitzt bzw. euer Auto generell sehr wenig benutzt. Oder der Kombinationsfilter. Diese Filter sind mit einer zusätzlichen Aktivkohleschicht bestückt, oft daran zu erkennen, dass sie eine dunkle Filteroberfläche haben. Diese oder weitere Filterschichten sind dann noch oft besonders undurchlässig gegenüber Pollen bzw. allergene Stoffe. Damit sind sie schon mal ein wahrer Segen für alle Allergiker. Die zusätzliche Aktivkohleschicht filtert zudem bis zu 90% an bestimmten Schadgasen heraus. So haben giftige Schadstoffe wie Stickoxide, Ozon, Schwefeldioxid sowie unangenehme Gerüche keine Chance. Des Weiteren filtern sie extrem kleinste Feinstäube, also die Schwebstoffe, die als besonders gesundheitsgefährdend gelten. Wir empfehlen diese Filtertypen für Allergiker, Familien mit kleinen Kindern oder Babys und auch Menschen mit Herz-Kreislauf- oder Atemwegserkrankungen, sowie auch allen Leuten, die besonders viel in Ballungsräumen unterwegs sind. Übrigens, den ganzen Artikel über die Typen von Innenraumfiltern und wie sie gewechselt werden, haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne rein, wenn es euch interessiert. Bei Tunneldurchfahrten erhöht sich die Konzentration an schädlichen Stoffen natürlich stark. Schaltet deshalb kurz vor dem Tunnel besser auf den Umluftbetrieb. Übrigens, ein verbrauchter Filter kann auch sicherheitsrelevante Effekte haben. Die Innenscheiben beschlagen oft besonders stark, wenn sie verschmutzt sind. Also, wenn der veraltete Filter den Schmutz nicht zuverlässig abhält, dann gelangen diese Verschmutzungen an eure Innenscheiben. Die Feuchtigkeit aus der Luft beschlägt schneller und das schränkt eure Sicht ein. Ein Tipp noch, modrige Gerüche kommen oft von der Feuchtigkeit im Innenraum. Schaltet die Lüftungsstufe im Winter deshalb besser etwas höher. Bei laufender Heizung ist es ratsam, die Fenster immer mal wieder in den Spalt zu öffnen. Damit könnt ihr schnell und effektiv die Feuchtigkeit aus dem Fahrzeug leiten. Im sommerlichen Kühlbetrieb empfehlen wir, die Klimaanlagenfunktion wenige Kilometer vor Erreichen des Ziels zu deaktivieren. Damit kann Kondenswasser in der Klimaanlage abtrocknen und der lästige Geruch einer modrigen Klimaanlage bleibt aus.
Wenn unangenehme Gerüche nicht verschwinden, sollten die Klimaanlage und die Lüftungseinheit desinfiziert werden. Habt ihr schon Erfahrungen mit riechenden Lüftungen gemacht? Wie habt ihr es gelöst? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Den Filter erhaltet ihr im Fachgeschäft oder im Online-Shop. Besorgt euch mithilfe der Daten im Fahrzeugschein den passenden Filter. Diese findet ihr unter der Kennzeichnung 2.1 und 2.2. Informiert euch bitte vorab, wie komplex der Tausch an eurem Fahrzeug ist. Denn es gibt auch Autos, da sind die Filter so stark verbaut, dass ein Tausch für ein Laien fast unmöglich ist. Habt ihr schon mal den Innenraumfilter gewechselt oder überlasst ihr das der Werkstatt? Bei welchem Auto ist der Tausch des Innenraumfilters besonders kompliziert? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Den Wechsel des Innenraumfilters, den zeige ich euch jetzt hier an diesem Golf 7. Übrigens, der Innenraumfilter kann sich hier in dem Bereich unterhalb der Windschutzscheibe motorraumseitig befinden oder wie bei dem Fahrzeug im Innenraum unterhalb des Handschuhfachs. Und das geht wirklich einfach. Ich habe mich hier für diesen Kombinationsfilter entschieden und den bauen wir jetzt ein. Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach. Deshalb müssen zwei Verriegelungsnasen von unten nach oben gedrückt werden, dass es letztendlich auch entriegelt ist. Ich mache mir immer Fotos vom Einbauzustand. Damit kann ich die Einbaulage, wenn mal etwas durcheinander kommt, nachvollziehen. Anschließend muss der Deckel vom Filterkasten gelöst werden. Bitte achtet auf die richtige Einbaurichtung. Als Hilfe befinden sich auf dem Rahmen bzw. Filter Pfeile, die mit Airflow bezeichnet sind. Diese müssen in Luftstromrichtung zeigen. Dann nehmen wir den alten Filter heraus und setzen den neuen Filter vorsichtig ein. Der Innenraumfilter ist gewechselt. Mein Tipp noch, speichert euch die Kilometerstände ab, bei denen ihr solche Maßnahmen hier vornehmt, digital oder als kleinen Zettel in den Motorraum gehängt. Oder auch das Serviceheft bietet sich an, hier einen kleinen Eintrag vorzunehmen und dann habt ihr einen guten Überblick, wann er das nächste Mal fällig ist. In unserer Reihe Einfach selber machen gibt es eine Reihe weitere Tutorials. Den Link zur Playlist findet ihr in der Videobeschreibung. Natürlich würde es uns interessieren, welche Tutorials ihr gerne sehen möchtet. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und kein Tutorial mehr verpassen möchtet, abonniert unseren Kanal und läutet die Glocke. Bis dahin, gute Fahrt!